So, mein Mann, wir haben einen neuen Newsflash. Der älteste große YouTuber auf YouTube Deutschland, Propa, hat sich wieder nach über 2 Monaten zurückgemeldet. Auf seinem inzwischen über 250.000 Abonnenten großen YouTube-Kanal veröffentlicht Propa regelmäßig auch Satire-Videos. Weil der 84-Jährige innerhalb der letzten 2 Monate kein Video veröffentlicht hat, waren auch viele Zuschauer besorgt. Besonders in den letzten Tagen wurde auch von YouTubern darüber spekuliert, ob es Propa noch gesundheitlich gut geht. Und nun heute am 1. April hat Propa ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Hallo Fans, wie ihr bemerkt habt, sind schon 2 Monate keine Videos mehr gekommen. Der Grund für meine Abwesenheit ist folgender. Ich habe ein Angebot bekommen, mich mit meiner Frau in eine Seniorenresidenz zurückzuziehen, dass ich also dankend angenommen habe. Jetzt könnte man denken, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber am Schluss dreht sich alles. Also er weist am Ende seines Videos nochmal darauf hin, dass es sich heute um den 1. April handelt. Von daher können wir davon ausgehen, dass er nicht in einer Seniorenresidenz jetzt lebt. Man sieht jedenfalls im Kommentarbereich von ihm, dass sehr viele von seinen Fans nun beruhigt und erleichtert sind. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch frohe Ostern.